Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Heute erneut mit einer Höhlentour. Höhle. Boah, erstmal die richtige Knifte. Achso, ich habe sogar schon den Leiter ausgewählt. Ja. Ne? 9mm Munition gesammelt. Siehste, und du hattest Angst, dass ich zu viel verballer. Oh, was ist hier? Ein Laptop. Puff. Neuer Ort entdeckt. Unterhaltungsbunker. Okay. Weg. Oh, da ist noch Millimeter. Oh, Munition. Das ist ganz schön kalt hier in dieser Höhle. Hast du nicht gesagt, hier ist warm drin? Ich hab's gedacht. Oh, noch mehr Munition. Mehrere neue Anleitungen. Feuersteinpfeil. Alter. Feuerstein? Sorry, aber das ist echt ganz schön kalt hier. Ist nicht schlimm, du hältst ja schon aus. Bestimmt. Weißt du was? Ich ziehe mir jetzt mal ein Energy rein. Die ein bisschen Taurin, ein bisschen Koffein. Gar nicht so dumm. Ja, vor allen Dingen. Hi, Tom. Vor allen Dingen, weil Energy hält ja auch bekanntlich warm. Ja, ist ja. Ey, bitte, ne? Das ist ja auch gut. Ja, 100, ey. 100%. So. Tja, diese scheiß Fledermäuse, ne? Die machen mich auch einfach nur aggro. Oh, guck mal hier. Frühstück. Ich sehe nicht, du bist immer. Bläh. Ist immer im Weg. Heute gibt's Gulasch. Guck mal hier, heute Abend gibt's Gulasch. Hast du gerade eine Nachricht gekriegt? Ich? Ja, nö. Das klang gerade, als ob einer eine Steam-Benachrichtigung gekriegt hätte. Steam, sonst. Warte mal, ich kann gerne mal gucken. Ja, Tom, alles fit oder was? Weiß auch gar nicht, hört man mich vernünftig im Stream? Ich habe den Stream nicht auf laut, damit ich mich nicht doppelt höre und irgendwann verwirrt bin von mir selber. Oh, mein Schwimmring. Gib mich das. Kann man den? Ne, kann man nicht. Ein weiterer toter Kumpel. So viele Soldaten, ne? Ja, weiß ich nicht. Die sind doch eigentlich alle aus unserem. Oh, hier oben ist ein Paddel eingespuckt. Die sind doch eigentlich alle von unserem Squad, oder nicht? Schmeißt du da eine Granate drin? Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Ich weiß ja nicht, auf wen du die Granate geworfen hast, aber effektiv war die jetzt ja, auch nicht unbedingt. Ich bin halt ein langsamer Werfer. So, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Oh, du bist mir fast in die Axt reingelaufen. Kannst du mal runterkommen von deinem hohen Pferd? Das stimmt dir eigentlich nicht. Hier ist ein Finger. Fingerling. Wow. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe noch mehr als genügend Ausdauer. Ach, die machen ja so einen komischen Schleuderangriff, habe ich ganz vergessen. Ist gut jetzt hier oder was? So, auf 3. 1, 2, 3. Let's go. Also auch ganz gut, weil meine Rüstung wurde mir von dem gerade runtergeprügelt. Du hattest noch Rüstung? Ich hatte noch Rüstung, ja. Jetzt habe ich die erste Rüstung wieder. Tom will mich nicht anrufen. Also entweder hört man mich tatsächlich nicht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Nein, man hört mich sehr gut. Also zumindest wenn das Handy sehr laut ist, höre ich mich sehr gut. Na, immerhin. Okay, hier haben wir einen Fisch. Den kann ich nicht mehr aufnehmen, natürlich. Wir haben rechts eine Höhle und links eine Höhle. Was hast du? Okay. Nimm mal erstmal ganz kurz meine Taschenlampe zur Hand, damit ich besser leuchten kann. Ich hätte gesagt, lass uns erstmal gerade gehen. Na, gehen wir gerade. Hier ist ein Schädel.
Habe ich noch genügend. Okay. Hier ist ein Kreuz. Hat bestimmt geholfen. Ich höre ein Radio. Mucke. Wir müssen richtig sein. Radio verheißt immer was Gutes. Nee, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Hör so auf zu rennen. Warte mal, ich werde mal zur Sicherheit schon mal eine Granate ausrüsten, weil ich kann mir ganz gut vorstellen. Ja, ich schleiche mich mal ich schon mal vor. Oh, der liegt hier aber noch nicht ganz so lange. Aber die hat einen spaltenden Kopf. Oder sie. Entschuldigung. Das war jetzt schon wieder schwierig. Da kommt gleich bestimmt irgendeiner um die Ecke und verprügelt mich. Okay, ist keiner. Aber Kisten. Aber dann. Kischen. Ich habe nicht genügend Platz. Das Maximus. Das sind Draht, nochmal ein paar Seile. Nochmal ein paar Seile. Hier sind sehr viele Seile. Sehr viele Seile. Oh. Okay, da wichtig, wichtig. Oh ja, erkannt. Da links ist ein Fingerling. Bearbeitet am besten den Fingerling damit, jawohl. Oh, der ist abgehoben. Nee, ich glaube, der lebt noch, oder? Ja, ich habe auch nur gesagt, dass er abgehoben ist, nicht, dass er tot ist. Oh mein Gott, eine Tittengause. Was für ein Ding? Hinter dir. Hinter mir? Ja. Oh, die ist weg. Die soll das Maul halten, die haben mich voll angeschrien gerade. Was ist mit dir? Oh, ich habe keine Rüstung mehr. Ich weiß, wir konnten die früher ernten. So, erstmal ein paar Pillen essen wie Smarties, Alter. Ja, ist so. Das ist ja schlimmer als bei Max Payne, ne? Ja. Munition? Oh, Munition ist ganz gut. Oder? Oh ja, warte. 1, 2, 3, let's go. Ich hab voll auf seinen Hintern geguckt. Na, das ist ja Hinternrüstung, ne? Oh, Munition. Siehste. Und du hast Angst gehabt, dass wir nicht genügend Munition hätten. Ich will mal sparen. Kennst du das nicht, wenn du hier so gute Items hast und die wirklich bis zum Ende aufhebst? Obwohl ja, und dann beim finalen Boss bist du einfach unendlich overpower, weil du ungefähr 500 Level drüber bist und hast einfach mal noch die Heiltränke aus dem ersten Bereich gefühlt. Au. Oh, geht's runter. Oh, na, dann wollen wir vielleicht nochmal zurück und den anderen Weg nehmen. Vorher. Würde ich sagen, ne? Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch vorgeschlagen. Also hätte ich nicht nur vorgeschlagen, habe ich vorgeschlagen, aber who cares. Okay, da unten liegt einer, warte ich. Gleich drauf, bevor er aufsteht. Gar keine Chance gehen lassen. Yeah. Oh no. Nein, ich habe das Radio kaputt gemacht. Ich Dummkopf. Oh, warte mal, wenn wir schon mal Zeit haben, ich bastel mal schnell Bomben. Ich habe sogar einige Bomben. Fällt mir mal so gerade siebenteils ein. Guck mal, die könnte ich eigentlich mal auf 4 legen. Kann man die auch einfach werfen? Ja, ne? Du hast zwar gesagt, warte, aber ich gehe bereits weiter. Ich bin so ein Rebell. Ich habe doch gesagt, hier sind Babys. Ich mach doch Bomben, Mensch. Hier sind Babys. Ja, mach so tot. Ja. Hey, da ist was zum Spielen für euch. Oh mein Gott. Ich bin furchtbar. Was hast du getan? Sind alle Babys tot? Oh, ja. Ich hab den was zum Spielen hingeworfen. Ich hab den doch nur was zum Spielen hingeworfen. Ja, nur zum Spielen. Ja. Hat bestimmt einer im Mund genommen und dann ist das Ding explodiert, ne? Ja, ne, also ich kann den auch nicht alles beifügen. Oh Gott. Unmöglich. Das war so furchtbar. Oh Gott.
Aber hier waren wir doch gerade eben nicht. Wo laufen wir hier denn gerade hin? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier leuchtet was. Oh, hier läuft einer durch. Siehst du das? Oh, oh! Eine Tasergun. Wow, eine Tasergun. Was, hier läuft einer durch? Wo läuft hier einer durch? Molotovspasse. Um mal den, ich glaube, allseits bekannten und beliebten Gronkh zu zitieren, Fatty McBumbum. Fatty McBumbum? Ja, oder Fatty McFatFat? Fatty McFatFat war es, glaube ich. Aus, oh, hier oben liegt noch eine Klamotte. Eine Lederjacke. Wo? Na, hier. Da. Da drinnen? Na, hier oben. Oh. Aus. Feinste Leder? Na, wie hieß denn das hier? In der Irrenanstalt da. Wo der Typ sich nicht wehren konnte. Miles Upshur, wie. Gut, dass ich noch weiß, wie der Hauptcharakter hieß, aber wie hieß denn das Spiel? Outlast! Bei Outlast war das. Sehr, sehr geiles Spiel, by the way. Rohe Fleisch. Ich werde übrigens müde, so langsam sehe ich gerade. Okay. Also der Charakter. Mein charakterliches. Charakterliches. Kann ich eigentlich. Hast du mich gerade geschockt? Schockierende Neuigkeiten. Okay, also wollen wir dann runtergehen oder wie ist der Plan dann? Naja, aber da war doch noch ein anderer Weg. Wir sind doch jetzt einen komplett anderen gelaufen, als wir ihn gerade eben hätten gehen können, oder nicht? Das ist richtig. Wir können ja nochmal runtergehen. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns doch nochmal das Stück jetzt zurückgehen. So, müssen wir glaube ich hier lang, ne? Ja, wir müssen hier lang. Kommst du auch oder eher nicht so? Ja, 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 ich bin unterwegs. Alter Mann, kein D-Zug oder was? Heute nicht mehr, ne? So. Das ist aber auch eine große Höhle. Allgemein sind hier oft ganz schön große Höhlen, ne? Also. Ja, 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 ja. Hier verläufst du dich irgendwann mal. Eine ganze Weile dann. So. Entspannt euch, Fledermäuse. Entspannt euch. Genau, hier sind die Kreuze gewesen und hier geht's ja noch links weg. Jo. Gedächtnis wie ein Elefant, Junge. Geil. Oh, Rettungswesten. Sehr, sehr viele Rettungswesten. Ist bestimmt bloß eine Sackgasse, in der gar nichts ist. Ah, hier öffnet sich gerade die Höhle. Alter, ist das eine riesen Höhle hier. Jo. Gibt es hier eigentlich wieder so eine Viecher wie im ersten Teil von nee, Gronkh, die sollen liebevoll, also liebevoll als Muschiklaus und so bezeichnet? Also die sollen auf alle Fälle wiederkommen, aber halt im Endgame, ne? Das ist alles noch Early Access hier. Ja, 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 ja. Und ich habe bloß gehört, das soll dann alles im Endgame implementiert werden. Da sollen die aber auch nicht in den Höhlen sein, sondern mehr dann draußen. Oh, okay. Spawnen, weil drinnen. Ach, das sind Steine gewesen, die hier von oben runtergefallen sind. Oh, da ist der weiße Hai. Oh, hier finden wir Taucherausrüstung. Hier ist die Taucherausrüstung. Hier sind ein paar Beine. Und nicht schön. Irgendwo ist die Taucherausrüstung. Taucherausrüstung. Ich glaube, hier ist Leute. So. Ja. Geil.
Warum hat er nicht auf den Bogen gehauen, sondern hat so einen Schwinger gemacht? Was ist denn das für eine dumme Aktion gewesen? Sorry. Ich bin müde. Können wir hier eigentlich ein Lager aufschlagen? Ist das möglich? Ja, prinzipiell möglich. Warum nicht? Wollen wir das mal machen und machen denn mal gleich nebenbei noch ein süßes kleines Lagerfeuerchen, einfach nur um ein bisschen Wärme und Geborgenheit zu spüren. Wo hast du denn das Ding jetzt hingeschmissen? Wo habe ich was denn hingeschmissen? Ich hab gar nicht. Ach, du hast noch gar kein Ding ins gemacht, oder was? Nö, aber ich kann es machen, wenn du möchtest. Ja, wäre super. Warte. Jo. Da siehst du, da kann ich gleich das Fleisch. Warte mal, ich speichere mal einmal und mach den mal Y. Ich hab nochmal 4 Marsch. Stimmt, ich habe auch noch 2 mal Fleisch, das schmeiße ich da gleich nochmal drauf. Aber erstmal hätte ich gesagt, hauen wir uns kurz in die Kuh. Ja, ich will bloß mein Fleisch schnell. Jetzt habe ich schon reingeworfen. Das dauert ja nicht lange. Toll. Ist jetzt ehrlich, es ist jetzt eher ausgegangen als das Fleisch. Ja. Jetzt fertig. Gut, jetzt können wir schon nächtigen. Jo. Ja? Warte, jetzt. Optimal, jetzt bin ich nicht mehr müde, aber hungrig und durstig. So, dann werde ich mir ein bisschen Water reinziehen. Das soll erstmal reichen. So, hungrig, dann knall ich mir eine Feldration noch hinter. Weil, warum auch nicht? So, und dann bin ich jetzt wieder so halbwegs fit. Und nehme mir meinen Bogen. Und malträtiere diesen dämlichen Hai. Einfach weil es kann. War's das schon? Ich glaube, das war's. Hai ist tot. Hai ist tot? Hai ist richtig tot. Das war's schon. Ja, na, ich habe ihn 2 Speere reingejagt und 3 Pfeile. Ja, stimmt. Na, wollen wir dann das Seil runtergehen? Weil hier kommen wir bloß raus. Ja, kann man den hier nicht zerlegen? Nur wenn du wieder draus bist. Aber der muss am Land sein, glaube ich. Das ist Vieh. Ganz schön großes, krasses Vieh. Mensch. So. Achso, die Taucherausrüstung, muss ich die jetzt wieder ablegen oder ist sie automatisch an und abgelegt? Ne, ich glaube, die musst du ablegen. Ne, die ist automatisch abgelegt. Okay, man kann ihn. Man kann da gar nichts mitmachen mit dem Vieh. Also ich konnte jetzt nochmal schlagen. Das ist cool. Komm ich hier nicht runter. Mensch. Nee, damit kannst du gar nichts machen. Schade. Na los, das. Nee, jo. Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Rohes Bein gesammelt. Naja, ist auch schön. Oh. Noch ein rohes Bein gesammelt. Ja, weil. Oh, hast einen anderen Weg gefunden. Okay. Parkour! Ja, The Forest Parkour. Ja. So. Dann ging es hier lang. Aber warum klingen die Fledermäuse eigentlich so, als ob irgendeiner barfuß irgendwo lang rennt?
Mir ist auch nicht mehr kalt, ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, mir ist auch nicht mehr kalt. Ich sag da, hier ist eine schöne, warme, feuchte Höhlen und dann geht das weiter hier. Ja. Oh, okay. Weißt du noch, im ersten Teil, wo du immer gegengeschlagen hast gegen die Leichen und ist Kleingeld immer rausgeflattert? Ja, das war auch witzig. Also, hier ging's lang. Wo geht's lang? Nach links war das, ne? Da geht's lang. Ja, hier. Aber Frage, ja. Bei wie vielen Minuten sind wir? Warten Sie, junge Frau, ich muss mal ganz kurz was prüfen. Wir sind jetzt bei 20 Minuten erst. Noch, naja, dann. Geronimo! Alter, geht er bald runter. Ja, das sehe ich gerade. Hä? Wow, warum war das so weit? Hier sind ganz viele Kisten. Vorsicht, ich will nicht wieder dich treffen. Weil mein Charakter hat da irgendwie so ein. Weiß ich nicht. So ein Klievenschlag, Alter. Egal wo ich hinschlage, ich treffe alles drumherum. Also wir finden ja einen Haufen Dosen, ne? Finde ich ja gut. Aber wir finden nicht einen Dosenöffner. Ist so. Obwohl er mal mit der scheiß Axt das Ding öffnen könnte. Nee, nee, nee. So, links oder rechts? Abzeigung. Was ist denn hier los? Ich würde sagen, wir gehen das mal links, oder? Ja, na dann. Oh, es macht ja noch eine Abzweigung. Alter, hier sind übelst viele Köpfe auch. Oh ja, hier ist, wir hatten so Spaß. Alter, was ist das hier? Denn? Komplett, das ist eine Vorratskammer, Alter. Hier ist ein Kreuz dran. Hier ist nochmal... Was? Hier ist... Oh, ich kann jetzt ein leuchtendes Kreuz basteln. Huch. Oder brauchen wir Lampen? Ja, na, Lampen habe ich. Ein paar. Geht ja noch weiter. Junge. Ja. Alter, diese Höhen. Also ich bin immer links gegangen. Alter, wo geht's denn hier noch hin? Alter, was sind da für Ab... Alter, was ist denn hier? Krank. Was ist das? Beruhigend. Ich fass das mal an und leck dran. Ich will da auch dran lecken. Okay. Also jetzt wird es hier langsam richtig wild. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Also was sagt mein Inventar dazu? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Naja gut, das hat mir natürlich auch sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Gott sei Dank habe ich geguckt. Hä, was geht hier ab? Sind hier jetzt auch noch Aliens oder was? Aber wobei, war in dem ersten Teil, da war doch auch irgendwie sowas, oder nicht? Ja, da war irgendwie auch so ein Alien-Generator, glaube ich, der hat doch sein Kind gerettet damals. Damit. Genau. Mutiert. Von wo sind wir gekommen? Von da, ne? Also können wir jetzt mal da lang gehen. Ja, genau. Aber da gab es ja auch mehrere, da geht's auch lang, gab es ja auch mehrere Möglichkeiten, hier ist eine Sackgasse. Mehrere Möglichkeiten, okay. Was da mit dem Kind passiert ist, ne? Also es gab ja, glaube ich, einmal das Ende, wo das Ding einfach mutiert ist und dann alles und jeden getötet hat. Ja, ja. Und dann gab es ja das, wo er alt geworden ist, sozusagen, und dann in seiner Wohnung stand, rausgeguckt hat und immer so eine Flashbacks hatte, glaube ich. Ja. Na, das ist ja zum Beispiel die Geschichte, die wir nachspielen. Tim ist ja hier schon älter. Ja. Und Timmy kommt dann irgendwann wieder. Okay. Hier ist so viel Zeug. Ich glaube, man hört meine Tastatur über laut klicken die ganze Zeit, ne? Ist halt auch direkt unter. Ich höre sie nicht gerade. Also, ich höre sie nicht wirklich nicht. Nö, nee, Mann. Ja, so mechanische Tastatur, ne? Ich meine, ich finde die geil, aber die sind halt laut. Waren wir hier jetzt schon laut, überall? Ja, aber das kannst du aber auch mit dem. Ja, wir waren da jetzt überall. Krank. Hä? War das jetzt nur hier? Warte mal.
Haben wir alles abgearbeitet gerade? Ja. Hier waren wir, da waren wir, von da sind wir gekommen. Ja, da waren wir überall. Das, wo es nur runtergeht. Dann haben wir dieses. Ja, dann haben wir alles abgearbeitet. Dann würde ich sagen, dann tauchen wir raus. Jo, sehr gerne. Dann. Jetzt? Hä? Junge, wie kann man so schnell klettern? Hä? Wie klettert der Mann einarmig so schnell? Ja, es ist ein Killer. Es ist. Boah, Bruder. Der Macher, der Killer. Jo, Alter. Ach, hier liegt auch. Hängt auch nochmal einer. Safe. Safe. Ja, und dann? Jetzt muss ich überlegen, wo war denn das Wasser? War hier rechts gleich, ne? Genau, da haben sie mal gekommen. Nee, halt, das war's nicht. Das war hier so eine Seitenabzweigung. Okay. Dann bin ich völlig orientierungslos gerade. Ging hier irgendwo seitlich einfach nur ab nochmal? Ne, das ist. Genau, das ist das. Oh, war das ein Stück später? Mir ist schon wieder kalt. Because I'm wet. You are wet? I'm very wet. Wetty, wet, wet. Genau, hier war's. Okay, dann bin ich falsch gelaufen. Ah, nee, du bist hinter mir. Ja. Okay. War das hier? Nee, war nicht. Ah, oh, ey. Das war. Ach nee, Quatsch, hier war Fatty McFatfat. Das war da hinten irgendwo und da müssen wir links. Ja. Ich bin ein wenig außer Atem. Nur ein bisschen. Eine Höhle, die ist lustig. Eine Höhle, die ist schön. Schön. Schön hoch. Wie war denn das? Eine Flussfahrt? Eine Flussfahrt, die ist lustig. Eine Flussfahrt, die ist schön. Irgendwie sowas, ne? Ja, kann sein. Ist auch alles schon wieder. War Musik immer schlecht. Wow. Auch schon wieder so Ewigkeiten her. Man stellt immer wieder erstaunt fest, man wird älter. Nein. Auch wenn es einen irgendwann eigentlich gar nicht mehr überraschen sollte, es überrascht einen doch. Wenn irgendeiner sagt, alles Gute zum 50. Ne, hier. Aber hier, weißt du, was hier, Gute hier, ist? Hier. Du bist. Glaube ich. Wir sind doch von da gekommen. Von hier. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich hart verwirrt. War das nicht doch hier? Das war doch hier. Ja. Also auf jeden Fall war, ja, hier, war hier irgendwas. Ja, irgendwas das war hier. Ah, ja. Mensch, bin ich ja doch nicht ganz so doof. Mein Hai ist weg. Wenn ich jetzt hier reinspringe, habe ich dann automatisch... Jo, hat er. Junge, ist das dunkel. Warte. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Und ich werde sie umsetzen. Erzähl mal deine Ideen. Du hast Zeit, bis mein Sauerstoff alle ist. Okay, die Idee, die war gut, ist aber nicht umsetzbar. Ja, genau. So. Ich glaube, müssen direkt am Meer rauskommen. Den alten, ja, na gut. Sagen wir so, ich hatte eine schöne Idee. Es war, die Magnesiumfackel anzuzünden und in der Hand zu behalten. Umsetzbar war sie nicht. Na gut, du hast ja eine Taschenlampe, ne? Ja, aber es ist halt auch einfach scheiße dunkel hier. Oh. Ich bin geblendet.
Der Weg ist so weit. Es gewittert. Gewittert. Oh, wow, es ruckelt. Boah, Digga, ist das hell. Boah, wow, warum ist das so hell? Ich sehe gar nichts. Ah. Ach, scheiße, ich muss mich ja beeilen, ne? Hier ist bestimmt noch der andere Hai. Ne, der andere Hai war woanders. Ja? Ja, der war woanders. Achso, dann. Gut. Okay, schön. Die haben auch hier so ein lilanes Ausrufezeichen. Ja. Frage. Zeit. Ach so. Oh, wir sind durch, ja. Ja. Na dann, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Höhlentour durch... Ach, das ist Kelvin. Höhlentour durch Erkundung. Oder Verkundung eigentlich eher. Das ruckelt bei mir gerade übelst. Ja, lasst ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Wir freuen uns über alles. Lasst gerne Kommentare da. Kommentare. Und Speichern nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Richtig. Tschüss. Tschüss.